Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute öffnen wir einmal mehr den Glückstresor für 20 Glücksschlüssel und das 10-mal hintereinander. Ja, und wie es Tradition ist, schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir hier so bekommen können. Wir haben leider immer noch nicht den Pearl Neon Skin gezogen, er ist immer noch ganz oben auf meiner Wunschliste. Wie bereits die letzten Male gesagt, Arcane Jade wäre cool, wenn wir bekommen könnten. Tyrant Midnight wäre nice. Auch die Hazmat Skins finde ich relativ cool. Die könnten wir auch mitnehmen. Momentan sind auch die Stargazer Corps hier im Glückstresor-Rausch zu kriegen. Aber das kaufe ich mir diesmal nicht, weil da jetzt die Mods rausgekommen sind. Da muss ich da investieren. Hier die zwei Bloodmoon Skins, die fehlen mir noch. Die würde ich natürlich gerne haben. Im Allgemeinen einfach auch Skins hier für meinen Vortex. Da habe ich nämlich noch nicht allzu viele. Auch die Permafrost-Skins sehen ganz nice aus. Hier Forest Camo für Zika finde ich auch ganz cool. Wood Dragons will ich jetzt eher weniger haben. Die sind so ein bisschen so... genau. Ansonsten gibt es hier eigentlich nur wenig, was ich möchte. Ich finde natürlich auch den Arcane Jade für den Blockhorn ganz cool. Auch den Arctic Camo für Blockhorn finde ich mega nice. Und natürlich eben hier die Acoins. Und jetzt gucken wir mal, was ich so bekommen kann. So. Zug Nummer 1. Auf geht's. Es werden die Credits. Ach, komm schon, nein. Mann, es war so klar. Es sind immer die Credits. Okay, also 50.000 Credits nehmen wir natürlich mit. Weiter geht's mit Zug Nummer 2. Schauen wir mal. Und wir kriegen nicht die Credits, nicht Hazmat. Komm, jawohl. Mann, geil. Direkt der erste gute Skin. Sehr schön, Hazmat für unseren... Ich habe ernsthaft seinen Namen vergessen. Wie hieß er denn jetzt nochmal? Spinne ich jetzt? Gatecrasher, genau. Hazmat Skin für Gatecrasher. Sehr schön. Zug Nummer 3. Und was wird's? Es wird, Trommelwirbel bitte. Es wird irgendwas für Lacewing. Ja, Red Camo oder so wahrscheinlich. Ja, Red Carbon heißt er, okay. Ja, ja. Nehmen wir mit, ist jetzt aber nichts, was ich jetzt wirklich wollen würde. Was sieht einfach unspektakulär aus. Die Farbe ist... Ach, schade. Okay, hätte sein können. Aber hey, Marine Carbon für den Vortex. Warum nicht? Die Farbe sieht ganz okay aus. Auch dieses Carbonmuster kommt hier gut zur Geltung. Nehme ich gerne mit. Ich wollte ja ohnehin einige Skins für heute. Auch wenn das jetzt nicht mein Wunschskin ist. Also... gibt natürlich durchaus schönere Skins als den. Schauen wir mal, was wir als nächstes kriegen. Ah, wir waren vorhin gerade so knapp dran an den A-Coins und wir... Ach, Supersonic Blitz. Ja, Supersonic Blitz hier für Eclipse. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Habe ich schon bessere Puls gehabt. Und wir machen direkt weiter. Wir haben jetzt schon Halbzeit tatsächlich. Oh komm. Nein. Es sind doch die Credits geworden. Ach, das war so knapp. Ach komm, Plarium, gönn's mir halt. Dann hätte ich direkt wieder genügend A-Coins, um in der Kiste zu cashen. Aber gut, wir kriegen den Stargazer Corps. Jawohl. Okay, Stargazer Corps hier für Aegis. Dann können wir noch dreimal ziehen. Kommt schon die letzten drei, da muss doch was dabei sein. Und wir kriegen... Oh, wir kriegen immer was für Blockhorn. Habe ich noch nicht so viel. Desert Camo. Wie sieht der aus? Ja, kann man lassen. Kann man lassen. Ist jetzt kein schlechter Skin. Aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Zwei Züge haben wir noch. Wenn die zwei jetzt noch gut sind, dann bin ich glücklich. Dann nach Stargazer Corps für den Scorpius. Fast wären es wieder die A-Coins geworden. Schade Marmelade. Und der letzte Zug gibt uns was? Wir kriegen die Credits. Nein. Oh, so ein Mist. Ah, okay, meine Freunde. Ja, das war's für dieses Mal. Ich bin eigentlich so nicht wirklich zufrieden. Es gab überhaupt keine A-Coins. Wir haben, glaube ich, zwei oder dreimal Skins bekommen, die wir hier auch ziehen hätten
können. Und dann haben wir zu oft Credits bekommen. Ich glaube, 3-mal oder so. Also, nee, das hat mir jetzt nicht gefallen. Ich glaube, einen wirklich guten Pull hatten wir. Für mich jetzt. Also, der Hazmat-Skin für den Gate Treasure. Der war nice, ja. Aber sonst? Boah, das ist aber enttäuschend jetzt. Nö, das hoffe ich, dass das nächste Mal besser ist. Aber was haltet ihr von meinem Puls? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann im weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.